Ich begrüße euch. Heute geht es um so ein cooles kleines Teil. Was es kann und was ihr damit mit euren Robis machen könnt, erfahrt ihr heute. Viele kennen es vielleicht, das RoboNect-Modul, was es ist oder was es kann. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, werde ich heute auf dieses Thema eingehen, denn ich habe es schon jahrelang in meinen Husqvarna 315 verbaut, hatte es auch zuvor in meinen Gardena R70 und war und bin total begeistert. Und deswegen baue ich es auch heute beim Nachbarn in sein Sileno ein. Und zusätzlich verbauen wir noch einen größeren Akku, das in Verbindung mit RoboNect perfekt genutzt werden kann. Wie es funktioniert und was RoboNect kann, darauf gehen wir jetzt einfach mal genauer ein. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich auch fragen, smart machen, ich habe doch schon von Gardena oder von Husqvarna die Smart-Funktion drin. Wozu brauche ich überhaupt das RoboNect-Modul? Denn sei mal so viel gesagt, durch das RoboNect-Modul könnt ihr so viele Funktionen freischalten, das ist wirklich total geil. Ihr könnt zum Beispiel Lichter an den Robi hinmachen, ihr könnt eine Garagentorsteuerung hinmachen, ihr könnt eine Kamera mit installieren, ihr könnt auf Wetterdaten zugreifen etc. Ihr habt alles Mögliche in dem RoboNect-Modul drin, da gehe ich später nochmals genauer drauf ein. Aber die wichtigste Funktion für mich persönlich ist, dass ihr auch einen stärkeren oder beziehungsweise einen ausdauernden Akku reinmachen könnt. Ich habe zum Beispiel in meinen einen 17,5 Amperestunden Akku drin. Somit habe ich auch jetzt die Möglichkeit, 10 bis 11 Stunden permanent Mähzeit zu generieren, ohne dass er einmal nachladen muss. Er lädt natürlich dann auch länger nach. Das Ganze bauen wir jetzt auch hier in den Sileno ein. Da geht's leider nicht so groß. Da bekommen wir nur, in Anführungsstrichen, nur einen 7 Amperestunden Akku rein. Ansonsten müsste man das Kabel rein verlegen und innen reingehen. Das sind alles so Funktionen, was das RoboNect freischaltet. Zudem schaltet auch RoboNect noch sehr viele andere Dinge frei, wie zum Beispiel, ihr habt die Möglichkeit auf mehr Timer. Ihr könnt, glaube ich, bis zu 10, ich meine, aktuell sind es 10 verschiedene Timer wählen. Ihr könnt statt 2 Fernstartpunkte 5 wählen und. Ihr habt gegenüber vom 13er zum 315er dann auch die Möglichkeit, Spiralschnitt zu aktivieren und alles Mögliche. Das bedeutet, Husqvarna und Gardena ist ja ein Laden, die kastrieren sozusagen die schwächeren, die kleineren Modelle aus preispolitischen Gründen, was völlig legitim ist, was in Ordnung ist. Aber durch das RoboNect-Modul könnt ihr die kleinen Robis zu einem ganz großen machen. Kommen wir zum Einbau, der ist wirklich total einfach, den kann echt jeder machen. Ihr öffnet einfach hier die ganze Schrauben von eurem Gardena oder Husqvarna, die sind beide baugleich, das Sileno mit dem 315er. Wir haben das RoboNect-Modul auch schon in den Sileno City eingebaut. Wie gesagt, ihr öffnet einfach die Schrauben, zieht dann den Deckel ab und da verbirgt sich hier hinten die Hauptplatine und dann ist das Ganze nur noch Plug and Play. Das ist richtig cool gemacht. Die Anfangszeiten vom RoboNect, da war ich mit dabei. Das war eher so eine Idee mal vom Forum. Da hat sich einer gemeldet und hat gesagt, Mensch, er möchte sein smarter machen. Er ist, glaube Programmierer, Entwickler. Er macht da mal was. Ich war dann von Anfang an mit dabei als Testperson von meinem Gardena R70 damals noch. Und es hat super funktioniert. Und so haben wir dann das Ganze besser entwickelt und immer noch moderner gemacht und noch besser gemacht. Und irgendwann war ich dann auch mal in Malle im Urlaub und dann kam mir einfach die Idee, Mensch, ich kaufe mir, glaube ich, einen größeren Robi, weil ich einfach die Probleme habe von den Mähzeiten mit Kindern etc. Und da war er mir einfach zu lange unterwegs bei meinem sehr dichten Gras. Deswegen habe ich dann Fabian geschrieben, der das Ganze auch entwickelt hat, ob es denn nicht möglich ist, dass man hier eine Mähzeitverlängerung generiert und ich würde einfach einen größeren Akku reinbauen. Er hat es versucht und hat es relativ schnell hinbekommen, richtig geil. Und dann ist das Ganze erst so richtig entstanden und wir haben dann, wie gesagt, auch einen größeren Akku verbauen können. Aber zum Thema Akku sage ich später nochmals was dazu. Da gibt es eine Kleinigkeit zu beachten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich zeige euch mal die Funktion, wie das Ganze funktioniert. Denn ihr könnt nicht nur
über euer WLAN darauf zugreifen, sondern von überall, von der ganzen Welt, könnt ihr darauf zugreifen. Und die Benutzeroberfläche ist wirklich total genial. Ich nehme mein Handy und zeige es euch einfach mal. Ihr habt beim Zugriff mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt entweder direkt die IP-Adresse eingeben, das habe ich jetzt auch hier gemacht, als Home-Button hinterlegt sozusagen. Oder ihr könnt per Online zugreifen oder es gibt auch eine App. Die App, muss ich sagen, ich persönlich finde sie nicht so gut. Ich gehe immer lieber über den Browser rein, da finde ich es eigentlich immer cooler. Ich zeige es euch einfach mal. Also, ihr habt hier, so ist das Ganze aufgebaut, relativ einfach. Übersichtlich und richtig cool. Hier oben seht ihr dann immer den aktuellen Status und dann seht ihr Batterie, Betriebsstunden, alles mögliche, Steuerung, Timer, Sicherheit, nur mal, dass ihr einen Überblick habt, was da alles zu sehen ist. Genau, ihr könnt bei allgemein seht ihr natürlich die Seriennummer, bla bla bla, die Batterie seht ihr jetzt auch exakt, wie viel Ladestrom das benötigt wird. Das ist alles mal sehr interessant, damit ihr seht, was das Ding kann, was nicht kann. Fehlerspeicher ist auch drin. Dann die Motoren, da seht ihr dann, wie die Geschwindigkeit vom Mähmotor läuft und. Das ist alles wirklich für die Nerds, sage ich jetzt mal, sehr interessant. Ihr seht die Qualität von eurem Schleifensignal. Das hat mir auch mir geholfen, dass ich sehe, ob ich jetzt ein Schleifensignal habe oder nicht. Aber kommen wir zu den wichtigen Funktionen. Thema Steuerung, da könnt ihr auch einen Joystick wählen. Das bedeutet, ihr könnt mit dem Robi per Joystick Fernbedienung selber durch die Gegend rumfahren. Er missachtet dann jedes Schleifensignal. Somit da ist wirklich höchste Vorsicht geboten. Und wer jetzt denkt, das sind Spielereien, ich finde es ganz cool. Als ich im Urlaub war und er hat sich festgefahren im Sandkastenbereich, habe ich über meine Kamera mein Robi wieder reinfahren können. Das ist halt auch eine richtig coole Funktion. Dann könnt ihr auch das Ganze, Steuerungsmodus könnt ihr hier Start, Feierabend, Home, Auto, Manuell, das könnt ihr alles dann dementsprechend einstellen. Im Thema Timer, wie vorhin schon gesagt, habt ihr die Möglichkeit, sogar 14 verschiedene Timer auszuwählen. Das ist natürlich richtig cool, also bei meinem Modell, beim 315er. Kann aber auch sein, dass euer Modell dann dementsprechend mehr oder weniger hat. Dann Thema Sicherheit, könnt ihr auch noch alles festlegen etc. Wetter, er bezieht seine Wetterdaten von Open Weather Map. Da könnt ihr euch dann registrieren. Und somit weiß er auch immer, da könnt ihr dann auch sagen, er soll jetzt bei Temperatur X nicht mähen oder bei Frost nicht mähen, wie auch immer. Oder wenn es zu stark regnet, soll er heim, obwohl er keinen Regensensor hat. Dann könnt ihr auch noch Fernstartpunkte wählen. Alles, was ihr hier im Prinzip einstellen könnt, könnt ihr auch direkt über die RoboNect-App einstellen. Ihr habt ein Garagentor, ihr habt Schleifemöglichkeit, Überfahrt auswählen und. Ich gehe da jetzt alles nicht jedes einzelne durch, das wird zu speziell. Das Wichtigste für mich ist das Mähverhalten. Hier könnt ihr auswählen, natürlich Gartenform, Spiralschnitt, aber ihr habt hier auch die Möglichkeit, eine Mähzeitenanpassung zu machen, Mähzeit verlängern, Mähzeit verkürzen, was ihr wollt. Und dann könnt ihr auch sagen, wie lange er draußen bleiben soll oder bei welcher maximalen Mähzeit er heimfahren soll und. Richtig cooles Feature finde ich noch Thema Messer. Ihr habt auch hier die Möglichkeit, einen sogenannten Timer zu stellen für Messer. Und dann kann er, er zählt einfach, wie viele Stunden er gefahren ist. Und dann kommt eine Benachrichtigung, Push-Benachrichtigung, dass ihr die Messer wechseln sollt, wie auch immer. Zubehör, da habe ich jetzt zum Beispiel meine Lichter, ihr könnt GPS anschließen. Ich habe Lichter auch mit drin im Zubehörmodus out und. Ihr könnt Benachrichtigungen bekommen und alles Mögliche. Dann könnt ihr auch noch wählen vom RoboNect, den Benutzer. Ihr könnt Fernzugriff wählen, an- oder ausschalten. Und ihr könnt auch Firmware-Updates, was das RoboNect angeht, alles per WLAN machen. So, das sind mal die groben Funktionen von dem RoboNect-Modul. Ich gehe jetzt aber auf das Thema Akku zusätzlich ein, weil ich glaube, das ist ein sehr großer Punkt, wo sehr viele Leute sagen, genau aus diesem Grund kaufe ich mir ein RoboNect-Modul.
Kommen wir zum Thema Akku. Wie schon oft angesprochen, ich finde es halt einfach nur geil. Ich bin eh so ein Akku-Fan. Alles bei mir hat einen Akku und alles, jedes Gerät ist auch akkumäßig getuned. Deswegen habe ich auch einen 17,5 Amperestunden Akku in meinem Husqvarna drin. Serienmäßig hat Husqvarna einen 2,1 Amperestunden Akku verbaut. Das sind 5 Zellen für 18 Volt und mit 2,1 Amperestunden. So, jetzt ist es aber so, ihr werdet euch wahrscheinlich, der ein oder andere wird sagen, ich baue einfach einen größeren Akku ein, dann brauche ich das RoboNeck-Modul gar nicht, dann fährt er ja auch länger. Nein, geht nicht, weil Husqvarna und Gardena, die lösen das etwas anders. Die gehen her und sagen, egal wie groß der Akku ist, nach 1 Amperestunden, also nach 1000 Milliamperestunden, fährt der Robi zurück. Egal wie groß der Akku ist, auch wenn ich einen 17 Amperestunden Akku drin habe, er fährt nach 1000 mAh fährt er zurück. Das hat den großen Vorteil von dem Akku, er wird sehr schonend genutzt, er wird sehr schonend be- und entladen und niemals an seine Kapazitätsgrenzen gebracht. Somit hält der Akku relativ lang, auch bei tiefen Temperaturen hat er keine Leistungseinbrüche etc. Deswegen haben die das Ganze so gesteuert. Die größeren Modelle, die 4er Modelle etc., die fahren dann etwas länger, die haben dann größere Akkus drin und da ist dann auch 2 oder 3 Amperestunden freigeschalten und genau das macht das RoboNeck. Das RoboNeck-Modul, wenn Mähzeitverlängerung aktiviert ist, versetzt den Robi sozusagen immer in den manuellen Modus. Im manuellen Modus fährt er dann den Akku komplett leer, so wie ihr es möchtet. Deswegen könnt ihr es auch einstellen, die Spannung etc. Und dann, wenn die Spannungsgrenze erreicht ist, schaltet er wieder in den automatischen Modus um und fährt dann wieder in die Ladestation. Richtig cool gelöst. Und deswegen haben wir jetzt auch hier die Möglichkeit, einen größeren Akku einzubauen. Hier verbaue ich jetzt, einmal habe ich andere Zellen drin mit 3,5 Amperestunden pro Zelle. Und das Ganze mal 2 parallel geschaltet. Somit sind das hier jetzt 7 Amperestunden. Und ich habe, wie gesagt, bei mir 17,5 Amperestunden drin. Das sind keine 2 Reihen, sondern 5 Reihen. Das ist also schon eine ordentliche Batterie, ein richtiger Block. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, wie gesagt, extrem lange Mähzeiten zu generieren. Bei mir sind es 10 Stunden und hier werden es nachher auch so um die 3 Stunden sein. Das hat natürlich den Vorteil, dass der Robi nur einmal raus muss aus der Ladestation. Ihr habt keine Fahrspuren im Ladestationenbereich und ihr habt auch den Vorteil, dass ihr die Fläche viel besser nutzen könnt, vor allem wenn ihr Kinder habt. Ihr müsst da nicht immer Acht geben, wie auch immer, sondern ihr könnt es so einstellen, wie ihr es gern möchtet. Und zudem, wenn ihr euch jetzt auch überlegt, welchen Robi ihr euch kaufen wollt oder sollt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, ein relativ kleines Modell zu nutzen, wie ein 310er, also ein altes Modell, der noch nicht smart ist, mit dem RoboNeck smart zu machen und mit einem größeren Akku extreme Mähzeiten zu erreichen, wo eigentlich erst ein 430er oder ein 450er hat. Und das ist halt richtig, richtig cool. Zum Thema Akku, wo ihr den erwerben könnt. Ich stelle euch alles, auch RoboNeck-Modul mit Rabattcode und Akku, stelle ich euch alles unten in die Videobeschreibung rein. Wir haben den Akku jetzt bei uns im Ort, da ist so ein Akkuspezialist, ein Akkufachmann, der macht für die ganze E-Bikes, für Bosch etc. macht er die ganzen Akkus, Reparatur oder ein Upgrade und da gehe ich auch immer hin. Der macht euch auch einen größeren Akku, je nach Modell. Müsst ihr eventuell noch Anpassungen vornehmen, wie beim Sileno. Da muss man hier jetzt noch etwas rausmachen. Das machen wir jetzt einfach mit dem Dremel. Gehen wir hier rein, machen das Ganze noch raus, damit wir hier den Akku reinstellen können. Und dann war es das eigentlich schon. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst euren Originalakku einschicken, weil er benötigt die Originalplatine. Die lötet er um und macht einfach einen größeren Akku ran. Und dann könnt ihr euren Individualakku selbst wählen, wie ihr es gerne haben möchtet. Einfach meldet euch bei ihm. Er hat wahnsinnig Erfahrung, wahnsinnig Ahnung von dem Ganzen und kann euch da gern weiterhelfen. Wir haben alles verbaut. Robi läuft wieder, Nachbar seiner läuft auch. Und jetzt wisst ihr Bescheid über das RoboNeck-Modul, über die größeren Akkus. Er darf jetzt erstmal arbeiten, das nicht wenig. Er darf jetzt erstmal 5-6 Stunden am Stück mähen,
bevor er wieder heimfährt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.